Hallo, ich war seit ewigen Zeiten mal wieder bei Schlecker einkaufen und habe von Basic ein Lipgloss entdeckt, von dem ich so begeistert bin, dass ich es euch schnell zeigen will, wie ich es auftrage. Und zwar ist das das Perfect Kiss Lipgloss, das ist ein Zwei-Phasen-Ding. Ich halte von Zwei-Phasen meistens nichts, weil ich es unpraktisch finde und es hält meistens auch nicht viel länger. Aber das hat mich wirklich überzeugt. Und zwar sind meine Lippen sehr stark pigmentiert und deshalb tue ich mir immer schwer, eine Lippenfarbe zu finden, die meine natürliche Farbe wirklich abdeckt. Aber die macht das ziemlich gut. Das ist ein Permanent Lip Gloss, steht hier oben. Es steht nur keine Farbnummer drauf. Finde ich sehr schade, aber das ist eh so ein Aprikot-Rosé-Ton. Und ich trage es mal auf, damit ihr seht, was ich damit meine. Es hat seinen Schwammapplikator hier. Und ihr seht, es ist sehr deckend. Und man braucht nur sehr wenig davon. Ich gehe meistens mit dem Finger einfach nochmal so drüber, damit es natürlicher aussieht und weil es so leichter zu verteilen ist. Dann warte ich kurz, damit es ein wenig antrocknet. Und ich finde, die Farbe ist voll schön. Ich hoffe, ihr könnt es bei der Kamera erkennen, aber das gefällt mir wirklich sehr gut. Und dann mache ich den Step 2 drauf, das Gloss. Boah, voll zugeschraubt. Und das Gloss tragt man mit so einem Lippenpinsel auf, was ich auch ganz schön finde. Und mir gefällt das Ergebnis wirklich sehr gut. Und es hält auch wirklich lange. Also die Farbe haltet wirklich lange. Und das Gloss macht man halt dann eben nach einer Stunde oder so nochmal drauf. Aber ich habe es wirklich getestet und ich finde das Lipgloss wirklich super. Und es kostet 3 €. Also wenn ihr bei Schlecker seid oder irgendwo, wo es Basic gibt, schaut es euch mal an. Eben Perfect Kiss Gloss. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Und ja. Das war es schon, dann sage ich bis bald. Danke fürs Zusehen.